Der Prozess der Entfernung von Weisheitszahninen, insbesondere von impaktierten Z-Arninen, kann für ein Viertel eher viele Patienten eine beängstigende Vorstellung sein. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Entfernung von Weisheitszahninen ein routinemäßiger chirurgischer Eingriff ist, der in der Regel sicher und effektiv durch ein Viertel HRT wird. In diesem Video werden wir den Prozess der Weisheitszahnextraktion nachher betrachten, insbesondere bei impaktierten Z-Arninen, und aufzeigen, wie dieser sicher durch ein Viertel HRT werden kann. Was sind impaktierte Weisheitszahni und warum ein Viertel SNC entfernt werden? Impaktierte Weisheitszahni sind Z-Arni, die nicht aus dem Zahnfleisch brechen können, entweder weil sie nicht genug Platz haben oder in einer ungewöhnlichen Position wachsen. Dies kann zu verschiedenen Komplikationen für ein Viertel rennen, wie Z. B. Schmerzen, Infektionen, Karies oder Zahnverschiebungen. Aus diesem Grund empfehlen Zahnärzte oft die Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen, um weitere Probleme zu verhindern. Der Prozess der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen. Der Prozess der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen beginnt mit einer GA1/4-endlichen Untersuchung durch den Zahnarzt. Anhand von Röntgenaufnahmen kann der Zahnarzt die genaue Position des Zahns im Kiefer bestimmen und feststellen, ob eine Entfernung notwendig ist. Basierend auf diesen Informationen wird der Zahnarzt einen Entfernungsplan erstellen, der den bestmöglichen Weg zur sicheren Entfernung des impaktierten Zahns vorsieht. Vor der eigentlichen Entfernung des Weisheitszahns wird der Patient in der Regel unter örtlicher Beta-Übung gesetzt, um Schmerzen während des Eingriffs zu minimieren. In einigen Fällen kann auch eine Vollnarkose erforderlich sein, insbesondere bei komplizierten Eingriffen oder bei Patienten mit Angst vor dem Zahnarztbesuch. Während des Eingriffs wird der Zahnarzt vorsichtig das Zahnfleisch abneffen, um Zugang zum Weisheitszahn zu erhalten. In einigen Fällen kann es notwendig sein, umliegendes Gewebe oder Knochen zu entfernen, um den Zahn freizulegen. Der Zahnarzt wird dann den Zahn vorsichtig extrahieren, entweder durch Ziehen oder durch Zertra-Einviertelmehren des Zahns in kleinere Sta-Einviertel-Zekai. Nach der Entfernung wird die Wunde gereinigt und GNHT, um eine schnelle Heilung zu ermöglichen. Nach der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen. Nach der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen ist es wichtig, die postoperativen Anweisungen des Zahnarztes zu befolgen, um eine schnelle und komplikationslose Heilung sicherzustellen. Dazu gehören das Einhalten einer weichen Diät, das Vermeiden von harten Lebensmitteln und das regelmäßige Spa-1/4-LEN mit einer Mundspa-1/4-Lung, um Infektionen zu verhindern. Schmerzmittel können ebenfalls verschrieben werden, um Schmerzen und Schwellungen nach dem Eingriff zu lindern. Es ist auch wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Wunde ordnungsgemäß heilt und keine Komplikationen auftreten. In den meisten Fällen dauert die Heilung nach der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen etwa eine Woche, aber es kann je nach Komplexität des Eingriffs und individuellen Heilungsprozessen länger dauern. Fazit: Die Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen ist ein routinemäßiger chirurgischer Eingriff, der in der Regel sicher und effektiv durch ein Viertel HRT wird. Indem Sie die postoperativen Anweisungen Ihres Zahnarztes genau befolgen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch ein Viertel rennen, können Sie eine schnelle und komplikationslose Heilung sicherstellen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Entfernung von impaktierten Weisheitszahninen haben, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, der Ihnen gerne weiterhilft.